Ewigkeit. Und schon wieder dieses... Also ich glaube eigentlich Isopropylalkohol. Das nehmen wir mal mit. Wir sind ja Biochemie-Typ. Band-Aid, Comfort Flags und Bandagen. Das andere waren wahrscheinlich Pflaster oder sowas. Ich bin ja auch Ersthelfer übrigens, deswegen kenne ich mich damit ja super gut aus. Okay, also hier sind unsere Pillen. Wir drehen jetzt, glaube ich. Also es ist ganz normal in Hotels, dass sie diese kryptischen Zeichen haben. Also es ist... Was ist das? Oh. Nein, ich will das wieder reparieren. Okay, das lassen wir vielleicht mal in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Oh. Damit kann ich mir auf jeden Fall schon mal verteidigen. Oder töten im oder selber töten halt im Extremfall. Surprise at the ESPA Congress. Psychologist and sociologist Irene Sedoux was unexpectedly absent for the presentation of her new book, Mankind Analyzes. As many distinguished figures from the field were in attendance, this came as quite a surprise to all. The whole Congress remained eagerly awaiting any news about their illustrious French colleague. Unfortunately, details have yet to emerge about what may have caused Miss Sedoux's absence. Kannst du mal aufhören, so zu atmen? Das ist ein fucking Problem. Ne, das lassen wir mal auf. Das hier auch. Amidelpilz. Take by mouth. Aha. Ich glaube, dass wir unter Drogen gesetzt werden. Und von diesen Leuten hier als Versuchskaninchen missbraucht werden. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich alles in unserem Kopf. Was haben wir hier oben Schönes? Hat das was damit zu tun? Keine Ahnung. Ich speichere nochmal ab. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was hier passieren kann. Wird. Ach, da ist die Tür. Habe ich doch gesagt. Oh. Aha. Und hier unten sind diese Zeichen, oder ist das... Nee, Quatsch, das ist hier von der Decke, das Muster. Was hat er gerade gesagt? Verdammt, jetzt habe ich nicht zugehört. Ich kann sie nicht öffnen, ich sitze hier fest, ich brauche bla bla bla. Ich habe das Benzin mit dieser letzten Zigarette aufgebraucht. Du Idiot! Aber wir haben ja Alkohol. Das kann man doch bestimmt da... nicht reintun, okay. Na gut, ich dachte, vielleicht, aber nein, dann halt nicht. Ich habe gerade sehr heftige Gänsehaut, um ehrlich zu sein. Diese Musik, die, oder Soundeffekt, macht es jetzt nicht gerade besser. Es ist ein Doppelzimmer. Okay, jetzt verstehe ich, warum dann Badezimmer mit zwei Dingens ist. Da muss hier ja der Ausgang sein, oder? Ah ja, das sieht nach Ausgang aus. Nein, ich möchte da jetzt nicht dran rumspielen. Ich will Licht haben. Where's the light? Turn the light on, turn the light on. Oh no. Ah, okay. Hier sieht man ein bisschen mehr. Was ist denn dahinter? Ich sehe das gar nicht. Kommt man hier? Gut. Es scheint keinen Strom zu haben. Ne, mi, 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 mi. Boah. Warum habe ich keinen Strom hier? Was ist das überhaupt für ein Ding? Oh, warte mal. Hier war doch diese... Ach. Hier ist doch dieses... Ding drauf. Und es zeigt ja definitiv diese Schleife nach unten. Das heißt... Oh. Wir müssen jetzt diese ganzen
Crap-Dinger finden? Na gut. Ich brauche etwas, ja. Das würde ich auch sagen. Die Schubladen finde ich schick. 2 weeks missing. Irene Sedou is still missing since her absence from the ISBA. 2 weeks ago. Yvonne sous closet to her awareness of her location. External source claim to have seen the psychologist getting off a plane from Lyon as well as entering the Jusice Hotel at Belgrade. Without a clue as to her location, many fear the worst. Okay. Also es hat wohl dann mit dieser Ollen da zu tun. Vielleicht macht die ja irgendwelche lustigen Experimente mit uns, weil die ist ja... Sociologist. Also sie ist Soziologin und Psychologin. Okay, das können wir wahrscheinlich erst aufdecken, wenn wir wieder Licht haben. Und es kann wohl sein, dass sie uns hier so ein bisschen als Versuchskaninchen missbraucht, könnte ich mir hier vorstellen. Verschlossen. Verschlossen. Haben wir irgendwas? Sieht nicht danach aus. Kombinieren mit dem Aluhol. Nein, willst du nicht? Okay. Dann halt nischt. So. Also ich glaube, dass sie für diese komische Organisation arbeiten muss. Im Prinzip müssen wir dafür auch arbeiten, weil wir hatten ja diese Briefe mit diesem Logo drauf. Und ich trinke mal was von meinem leckeren Salbeitee. Ich verkneife mir jetzt mal damit zu googeln, um euch zu ärgern. Ja, die wird wohl dafür arbeiten und die machen dann wahrscheinlich irgendwie so ein... Ampel oder so. Wo war ich denn jetzt? Also die wird wohl dafür arbeiten und die werden wohl irgendwelche Tests mit uns durchführen. Unsere lieben Arbeitgeber scheinen das ja zu sein. Was haben wir hier? 5 Volt. Ach, ich mag diese komischen... Was war das? Gott, bin ich jetzt total durch. Achso, das ist nur die Mucke. Okay. Ja gut, da werden wir sowieso nicht durch können. Okay, und da ist dieses Ding. Oakwood Hotel Section Suites. Emergency Exit Plan. Okay, you are here. Emergency. Boah, okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht so von Bedeutung, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Naja, welche Überraschung. Sie ist verschlossen. Gib mir mal diesen Reif. Keine Ahnung, was ist das? Was soll das darstellen? Diesen Ring, Reif, Ring. Ah. Okay, da sind also Muster drauf. Ne, es ist aber keine verschiedenen Muster. Es ist ein und dasselbe Ding gespiegelt quasi. Was auch immer ich damit tun soll. Hallo, ich habe Q gedrückt, du Arsch. So, wir speichern jetzt nochmal kurz ab. Ich speichere hier häufig, weil ich kenne das Spiel nicht und ich habe keine Ahnung, was hier passieren kann. Oh Gott, das sieht ja schon ganz toll aus. Mal 2. Ist das mal 8? So, ansehen. Oh Gott. 1.1, 1.2. Okay. 3.1, 3.2. Ja gut, das macht Sinn. Jetzt scheint das wohl ein Mathe-Rätsel zu sein. Das ist für mich als Kopfrechenkünstler nicht so besonders. Also das bleibt quasi so. Einmal der ganze Kasten.
zweimal der Kasten und dreimal der Kasten, oder wie soll ich das verstehen? Das muss 100 ergeben. So verstehe ich das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Achso, das sind 5. Verwenden wir doch mal... Wir packen es jetzt einfach hier hin. Ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur mal gucken, was passiert. Also 5 plus 5 sind 10 und mal 2 sind 20. Oder wie soll ich das nehmen? Oder werden beide mal... Na nee, ist er. Ja, gut. Sorry, ich fange schon an, irgendeinen Quatsch vor mir zu geben. So, was haben wir hier Feines? Hier haben wir die 1-Volt-Batterie. Ich setze die einfach mal hier zu der anderen 1-Volt-Batterie. So, dann haben wir hier die 20-Volt-Batterie. Was für eine große Überraschung. Die kommt hier hin. Und es funktioniert nicht. Mann, das ist ja schön. Also das sind 2. Ja, irgendwie stimmt das aber nicht, oder? Oh, keine Ahnung. Stand hier noch irgendwas? Ach so, warte mal. Das wird plus gerechnet. Und dann wahrscheinlich... Also die sind plus und dann... Hä? Ich weiß noch nicht, ob ich das so ganz verstehe. Ja, ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für total dämlich. Und das bin ich jetzt gerade in dem Augenblick auch. Ah, okay, so können wir tauschen. Schön. Also das ist jetzt 6 mal 1. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, wofür das hier steht. Ob das wirklich dann mal gerechnet wird oder so? Also warte mal, ich muss nochmal eben schauen. Irgendwie macht mich das ein bisschen dämlich gerade. Keep in mind the following scheme. Da mal 2 mal 3, okay. Na, come on. So, also, das plus das. Ah, okay, das ist soweit schon mal richtig dann, wie es aussieht. Würde ich sagen. Ne? Das sind 25. Nein. Aha, jetzt läuft es. Wunderbar. Ich habe jetzt nur geraten übrigens. Schön, dass es hier in diesem... Ha. Oh, schön. Ich speichere ab. Geil. Okay, es ist aber wohl nicht so mega, also nicht unschaffbar. Man kann es auch durchprobieren, hinbekommen. Grasshopper and the Strangers. Room lights. Ups. Na komm. I know you can unlock another door. Turn on the lights. Turn them off. It depends on what you want to see. True colors will shine for me. Aha. Warte. I know you can unlock another door. Turn on the lights. Turn them off. It depends on what you want to see. True colors will shine for me. Aha. Und ein zweiter Ring. Und noch so ein komisches Teil, okay. Kaputt. Ich meine, kaputt, weil ich bin ja Russe. Da. Was haben wir hier? Schönes. Patient Evgeni. Oh, Dr. Iugon. Keine Ahnung. Steht da? Grigori Oleg. Ja, natürlich. Okay, wenn man es weiß, dann kann man es lesen. Mhm. Fluoxetin. Tabletten, okay. Was haben wir hier? Dear Evgeny, your current dose of fluoxetine should end and 24th of October. You will be in Boston by then. Therefore, I have taken care of preparing a new prescription so that the secretaries of the Congress can deliver a new dose for you on the 25th. Da. Dann wird alles хорошо sein.
You know that I can't give you more doses than you need at a given time. We cannot risk ourselves dealing with a critical situation like last time. Have a nice trip. Your doctor, Grigori Oleg. Da. Okay. Okidoki, wir lassen das mal stehen da. Property, okay. So, ist hier unten irgendwas Interessantes? Oh, ein weiteres Ding. Zylinderteil. Oh, das Weinfach habe ich gefunden. This doesn't look like a hotel room, right? Ja, you are right. Mr. Mrs. However. Whatever. Oh, schon wieder diese Haselnuss. Das ist ein Nussteller. Damit isst man Nüsse. Oder darauf, damit nicht. Das wäre ein bisschen komisch. So. Ne, das ist da unten. Das habe ich gerade gehabt. Zurück. Könnte ich, wenn ich wollte. Aber das werde ich jetzt noch nicht tun. Ah, können wir hier... Doch, du hast Zeit. Wenn ich es will, hast du Zeit, mein Freund. Mach an. Oh yeah, Detective-Mucke quasi. Und eine Statue. Eine Muskelstatue. Was auch immer wir damit machen können. Wir nehmen natürlich alles mit, wir sind in einem Adventure quasi. Die Kurbel, was für eine Kurbel? Macht ist Maschinerie, Natur ist Ignoranz. Habe ich eine Kurbel? Oh, die Musik ist ganz nett. Ich habe auch nichts, um das Teil wieder zu verbiegen oder sowas und als Kurbel zu benutzen. Das heißt, ich muss die Kurbel... Ah, ich muss die Kurbel also wirklich finden. Also bisher ist es ja wirklich nicht unschaffbar. Das macht mir echt Hoffnung, dass wir das hier auch durchkriegen. Was ist das denn? Hast du so einen Reif rein? Ah, warte mal. Kombinieren. Ringe verwenden. Ich glaube, dass da noch ein dritter reinkommt, so wie das da aussieht. Okay, das sieht irgendwie sehr interessant aus. Spiegelt das Ding das hier unten wieder? Ja, da ist ein Pfeil. Das scheint wohl der Fall zu sein. Ich mag die Musik, die ist wirklich nett. IX Ach nee, das ist der 9. International Scientific Congress. University of Boston. Arrival at the Boston International. Blah blah. Check in at the Oakwood Hotel. Free day for rest and preparation. Opening speech. Opening lunch. Seminar 1. Lunchtime. Seminar 2. Seminar 3. Lunchtime. Closing act. Aha. Ob ich das brauche? Ich habe keine Ahnung. Ah, dieses Oakwood Hotel scheint dieses Nüsschen als Dingen zu haben, sag mal schnell, als Logo. Was mir hier unten fallen ist. Marcella Cafe. Ah, jetzt haben wir hier Call Him. Okay. Da hat irgendjemand was reingekritzelt. Möchte ich ihn callen? Ich weiß es nicht. Vielleicht probieren wir lieber mal die Reception gleich aus. Ist das die Nuss oder ist das ein Kopf? Ich glaube, das ist diese Nuss. Ich will es nicht zu lange anhaben, es ist gruselig. Science Odyssey. Okay. Und es ist arschdunkel. Ich kann kaum sehen, was ich hier aufschreibe. N-Disaster, IFA, E-Farben, Benefa, keine Ahnung. Irgendwas werde ich dann noch sagen.